Jetzt, dass wir gekauft haben, müssten wir genau einen Haufen Eier haben. Einfach so. Longland Bier. Bier und Whisky wird nicht verkocht. Gravy Bush Leaves können verkocht werden. Was sagen meine Seeds? Plump Helmet, gut. Pigtail könnte besser sein. Dimple Cup ist okay. Die beiden sind auch okay. Rocknuts. Ja, da fällt mir ein. Building Workshop. Farmers Workshop. Wir haben viele, viele Quarry Bush Leaves. Granitblöcke bitte. Das bedeutet, wir werden bald einen zweiten Farmers Workshop brauchen, damit wir endlich mal die Quarry Bushes zu Leaves und Rocknuts verarbeiten. So, was sagen meine beiden? Die sind noch bei der Arbeit. Noch haben wir Pots. Oh. Ihr solltet mal aufhören, ganz dringend. Wir haben nämlich schon fast 2000 Trinken. So, das kann nämlich da mal rausgeholt werden und hier gelagert werden. Ich glaube, irgendwann müssen wir uns noch hier eine Vorratskammer hinbauen für den Alkohol. Ah, sehr schön. Hier wird ausgehaulert. Das heißt, hier sind wir schon mal fertig. Was liegt da? Eisenpicke. Wurde da einfach wohl mal hingeschmissen. Und meine Angler können nichts mehr angeln, weil alles zugefroren ist. So, da holt sich hoffentlich einer. Nein, der tut jetzt die Fortifications auskarven. Auch gut. Moment, jetzt brauche ich mal kurz Übersicht. K bitte. Dum dum dum. Ja, hier sollte das Wasser fließen. Eigentlich nicht. Designation. Miner mir da noch ein Stück rein, bitte. So, Fortifications sind gemacht worden. Jetzt sollte da noch ein Stück reingemeinert werden. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Lever hier. Den mache ich mal auf die andere Seite. So. Und Türen sollten wir mal hier auch einbauen. Door. 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 So. Gut. Wie sieht's hier aus? Wird langsam die Floors hier. Als nächstes können wir gucken, dass wir hier oben noch einen bisschen mehr aushöhlen. Nochmal so einen Raum hier oben hinsetzen. Wie machen wir das am besten? Ich würde mal sagen, am besten machen wir Designation. Upward Stairway. Gucken, wo die Mitte ist. Da ist die Mitte und machen hier ein Upward Stairway hin. So. Und Designation noch ein Downward Stairway eins höher. So. Und dann kommt dort einfach der zweite Raum hin. Designation, geben wir schon mal in Auftrag. So. So, so, so ist der gleich groß.
Und jetzt müssen nur noch die Stützbalken rein. So, so, so. Und hier hat was geblinkt, wenn ich richtig gesehen habe. Oh, Dampf. Dampf ist nicht so toll. Diese Blöcke hier dürfen wir definitiv nicht weghauen, weil sonst fängt da an, sich Wasser zu bilden. Also vorsichtig sein. Und meine Militärzwerge, die gehen ran an den Speck. Was ist eigentlich das hier? Swamp Whisky Barrel? Swamp Whisky. Okay, was auch immer. Gut. Building. Floodgate. Wo bist du, Floodgate? Du bist X. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nein, nicht hier. Hier auch nicht. Doch hier. Hier ein Floodgate platzieren, bitte. So. Was sagen die Nobles? Die Nobles sagen, wir haben einen Doc und wir haben einen Militia Captain. Wir haben aber noch keinen Militia Commander. Ja, das müssen wir auch noch machen. Und zwar müssen wir hier den General rausschmeißen und ihn hier oben reinsetzen. So, jetzt müsste der, genau, unser neuer Militia Commander sein. Und wir haben ein Mandat. Zwei Quiver machen. Q. Halt UMQ. Quiver. Zwei Leather Quiver bitte. So. So, da sammelt einer das Zeug auf. Designation Building Dump. Wäre ich froh, wenn ihr das hier alles dumpen würdet. Das hier auch. Alles meinte ich bitte. So. Und Designation Remove Upstairs Ramps. Weil dazwischen noch so ein paar Ramps sind, die ich gerne weg hätte. So, dass das ein schön einheitlicher See wird mit nur Uferrampen. Gut. Was sagt die obere Konstruktion? Dass wir gut an der Arbeit sind. Okay, Dokumente. Was wollen Sie nächstes Jahr sehr gerne haben? Figurinen. Und trinken. Nein, trinken kriegen Sie nicht. Ohrringe. Okay. Ich denke, vier solche Räume dürften erst einmal reichen. So große Räume. Da kommen dann später unsere Pilzbäume rein. Sobald wir uns vorbereitet haben. Und zwar, die Vorbereitung ist hier überall, wo Lehmboden ist, Flor zu legen. Also jedenfalls hier im Farmbereich und hier im Bereich darunter. Ah ja, und was ich mal machen sollte, erstmal in Stone gehen. Und dann hier rüber gehen und Granit mal kurzzeitig verbieten. UM gehen, Q. Rock Blocks sagen 30 Stück bitte. So. Damit wir 30 bzw. 90 weitere Gabbro-Blöcke bekommen. Auch wenn wir jetzt gerade ziemlich viel Granitblöcke verbrauchen. Um hier den Floor zu bauen, wir brauchen Gabbro-Blöcke, um hier den Floor noch zu machen. Und da reichen die 7 Stück, die wir gerade haben, nicht wirklich aus. So, deswegen. Die machen sich auf ihre Reise. Ansonsten sieht alles ganz gut aus. Okay, hier kriegen wir noch einen Designation Dump Befehl hin. Bitte. So. Damit die Schatzkammer noch leer geräumt wird. So, mal kurz bei F3 gucken. Okay, hier ist alles weg. Q. Lever.
to Floodgate. Und zwar zu dem Floodgate. So. Und weil wir langsam keine Mechanismen mehr haben, gibt es mal 30 neue. So. Was wir auf jeden Fall haben, sind schön viele Ambosse. Und was sind das für? Sind das Bags? Ne, das sind Gabropods. Warum werden hier Gabropods gelagert? Die müssten eigentlich nach da oben gehören. Oder ist in denen was drin? Nö. Furniture Type. Large Pod Storages, bitte weg. Und Barrels auch. So. Was liegt hier eigentlich noch so außer ein Haufen Gabro? Ein Wheelbarrow? Claimen wir mal. Ich glaube, ich gebe mal einen Claim-Befehl hier. Building. Genau. C, Reclaim Items. Die sind ja alle hier gedumpt und verboten. So. Die Rockblocks und die Mechanismen wurden in Auftrag gegeben. Wir haben immer noch einen zugefrorenen See, der verboten sein müsste. Zum Glück. Gucken wir mal wieder nach F3 hier runter. Ja, sieht langsam gut aus. Wie sieht es hier oben aus? Hier ist noch voll die Arbeit. Vorausgesetzt, irgendjemand minert. Ja, Xbox, die sind jetzt alle schon zu Miner-Zwergen geworden. Der Armorer hat no job. Gucken wir mal kurz in die Stocks bei Bars und Blocks. Beziehungsweise bei Bars. Bars. Wir haben noch ein bisschen Charcoal. Also würde ich sagen, erst einmal Armorzwerk, so ein Creature. Professional Labors. Wo ist Metal? Metal Smithing? Ah ja, Furnace Operation hast du auch bekommen. Okay. Also würde ich mal sagen, gucken wir kurz in die Smeltery, in den Smelter. Dort sind keine Befehle mehr offen. Deswegen gehen wir hier über die Anvils und sagen, die sollen alle mal eingeschmolzen werden. So, 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 so. Obwohl, wir machen das einfach über Stocks. Anvils, da sind ja Anvils, Anvils. Einfach mal ausklappen. Hä? Meld, 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 so. Und dann sagen wir hier unten Smeltery Made Object Repeat. Und weil wir schon dabei sind, cool. Make Charcoal, wieder 30 Stück. Holz dazu haben wir ja genug. So, damit wir unsere Eisen, unsere Metallproduktion ordentlich antreiben. So, nächster Schritt. Nächster Schritt wäre, nach F3 runter zu gehen. So, hier. Designation. Channel-Befehl. Und zwar von hier aus nach, nicht nach ganz oben, sondern nach hierher. Channel-Befehl. Dann ein Mining-Befehl. Von da aus. So. Und dann brauchen wir hier oben einen weiteren Channel-Befehl.
So, nee. Du bitte weg. Genau, hier ein Channel-Befehl.